Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, was ich ja schon angekündigt habe bei dem letzten Story of Seasons Part. Nämlich, das Spiel nennt sich The Henry Stinkman Collection. Und ja, ich habe das gesehen und auch schon mal, also so bei Steam so, und das hat mir sehr gefallen. Und bei YouTube habe ich das auch gesehen, aber es ist schon ein bisschen her, dass ich es gesehen habe. Ich fand das sehr cool, so vom Artstyle, aber auch so vom System her und so. Und ja, und ich hatte auch Lust, das mal selber zu spielen. Und ich dachte, das tun wir mal. Und da gibt's auch, wie ich mitgekriegt habe, so, also es ist halt so ein Spiel mit vielen Missionen und man kann auch wohl das Neueste, ich weiß, da komme ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät mit, weil das, glaube ich, schon ein bisschen länger her ist. Da gibt es so neue Missionen, die man mit alten kombinieren kann. Aber ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit den älteren an. Und ich hoffe, dass das auch alles klappt. Ich habe schon eben mit den Ton so ein bisschen probiert und so. Und ja, ich hoffe schon, wenn, nehme ich es einfach nochmal auf. Wäre nicht das erste Mal und wird auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Nämlich mit Breaking the Bank, denke ich mal, ist das erste. Da, ja, brechen wir wahrscheinlich eine Bank ein, wenn ich das richtig übersetze. Dann starten wir einfach mal. Ich habe den unten den Dings an hier. Wie nennt man das nochmal? Untertitel? Oder auch nicht? Oder geht's noch nicht so los? Also ich habe, wie schon gesagt, den Untertitel für englisches Spiel. Ist ja nur auf Englisch, wie man auch sieht. Also im Moment noch. Und ja, da habe ich das schon mal gemacht. Also gut, mein Englisch ist nicht... Also mein Englisch ist nicht das... Ich frage mich gerade, warum ich so... So ins Mikrofon schreie. Vielleicht schreie ich auch gar nicht, keine Ahnung, sorry. ja, was ich sagen wollte, ist, ja, mein Englisch ist halt nicht mehr so, das wisst ihr ja auch schon so ein paar, ich glaube seit ein Jahr oder so nicht mehr so viel Englisch habe oder gefühlt gar nicht, deswegen ist es eingerostet, aber das Gute beim Spiel ist, man muss nicht richtig gut Englisch können oder nur ein bisschen verstehen, weil man sieht ja anhand der Szenen, was da passiert. Also da kann man schon entnehmen, was passiert und so. Aber wir labern nicht mehr rum. So, wir versuchen jetzt reinzukommen. Was gibt's? Eine Schaufel, TNT, Teleporter, Laser, Breaking Ball und keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich einen Geldsack verstecken oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Was nehmen wir denn Schönes? Ich würde sagen, wir teleporten uns mal. Einfach so. Das klappt bestimmt nicht. Oh. Okay, das hat nicht gefallen. Und hier steht dann immer auch, warum das nicht geklappt hat oder so ein lustiger Spruch. It's emerging technology, I'm sure it will get better. Dann nehmen wir... Keine Ahnung. Vielleicht was... Oder doch vielleicht die gute alte Schaufel? Es muss ja... Okay. Ich hab keine Ahnung. Oh. Okay, das war nicht das Richtige. Okay. Aber das straight on. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es muss ja auch was sein, was nicht so... Ja, aber als ob der Geldsack jetzt richtig ist. Aber weiß ich nicht. Wir nehmen den Laser einfach mal. Ja. Okay. Ja, aber es muss ja auch... Oh, ich glaube, ich denke viel zu logisch bei diesem Spiel. Was heißt denn zu logisch? Aber es ist ja so, man muss ja da reinkommen und es muss ja... Wie soll ich sagen? Nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Als ob da irgendwer kommt und jetzt so ein Geldsack mitnimmt. Oder vielleicht ist es auch was anderes. Was ich denke. Irgendwas anderes.
Ich nehme jetzt alles durch und dann sehen wir ja, ob dieser Geldsack. Oder vielleicht machen wir mit dem Geldsack auch was anderes. Wir sehen es mal. Ja, okay. Ich glaube, wir können diesen hier, das da. Ach so, meine. Ach so. Ja, okay. Ja, okay. Hey, how did we lose one? I think we just throw it in the back, just to be safe. Als ob die einfach, ey, klar würde jeder machen, Wonder ist auch why gar there's a nicht. bank out here? Well, Ist auch it's gar supposed nicht, to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. unauffällig. Dieses Spiel, ey. Aber das ist auch irgendwie voll geil. Oh. Wurde jetzt verkackt oder nicht? Jein. The story begins completely. Wo sie jetzt retry next? Errungenschaft Feuerstelle, the story begins next einfach? Episode 1, Escaping the Prison. Ist das jetzt das erste? You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. Okay. See you around. Free to go. Ein Kuchen. Eieiei, eine Pfeile ist eigentlich der Klassiker. Energy Drink, Teleporter, Rocket Launcher, Cell Phone Drill. Ich nehme einfach erstmal die Pfeile. Die klassische Pfeile. Achso, Window, Cell Door. Ja, ich glaube, hier würde man runterfallen direkt, ne? Also da ist wahrscheinlich nichts. Und das, ja, komm, wir machen einfach das. Obwohl, das ist aber auch so. Ah, ich glaube, ich habe. Ja. Also, ah, no! Oh, Junge, woher soll ich wissen, Mann? Ja, dann habe ich halt. So, jetzt habe ich aber richtig. Jetzt kommt bestimmt noch was, ja, es war klar. Er muss, werden hier noch meine Reflexe getestet. Mann. Band of Granite Chair. Stuhl? Keine Ahnung. Scheint richtig zu sein. Ich weiß nicht. Da werden die mich vielleicht kriegen, so vielleicht nach rechts. Oh. Ah ne, er hat getestet. Okay. Jetpack. Vielleicht hier die. Wie nennt man die nochmal? Pömpel, glaube ich, ne? Kann er sich genau so runterhangeln. Als. Oh! Brank Sneaky Escape ist. Keine Ahnung. Frank SE. Als ob, ey, direkt das erste. Totals, Escape in the Prison Endings 1 und 3, Unique Event. Okay. Aber wie kann ich jetzt. Map? Hier, genau, hier, wo man gucken kann. Was man da hätte noch machen können. Belt of Granite. Yo, check yourself. What the? Okay. Rank Sneaky, das ist okay. Ach, kann man das nicht so machen? Ach, dann habe ich das doch nicht gespielt. Sag doch mal was, ey. Mann, ey, jetzt habe ich. Oh, egal. Wir machen jetzt Breaking the Bank da. Okay, dann habe ich das doch wohl irgendwie falsch gemacht oder so.
Aber war das jetzt richtig oder? Ah nee, danach kam noch was, war das nicht so? Ach, hier hätte man es auch gesehen, man hätte sich. Also das war richtig. Da machen wir halt einfach zwei Samen, weil 8 Minuten ist ein bisschen wenig, glaube ich. Anscheinend, dass man das nicht skippen kann, weil wir haben I think das we ja lose schon one. gesehen. I think we just throw it in the back. Aber Wahnsinn, wie schnell ich das eben gelöst habe, ne? Junge, ich dachte, ich brauche voll lange und dann so, Wonder nö. why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Ah nee, das war ja das. Ah, okay. Ach so, ja, stimmt, okay. Retry, dann ist Wrecking Ball richtig. Stimmt, ja, ich hab's vergessen. Ich dachte, da wäre noch was erschienen, noch so eine. Als ob das keiner damit. Entweder there's no construction for today. Achievements. Seeing. Aber das muss man doch auch irgendwie spielen können, oder nicht? Da habe ich irgendwas nicht benutzt. Aber ich habe doch alles benutzt. Check das irgendwie gerade nicht so wirklich. Also irgendwas mache ich hier gerade falsch, aber ich habe keine Ahnung was. Aber ich habe doch alles schon probiert, oder nicht? Weil bei der Schaufel ist es mit dem Gas, da ist es komplett explodiert. Da waren wir in der Wand drin, da ist das Ding. Bin gerade irgendwie ein bisschen. Ah, okay. Das ist nur so ein Dingenskirchen. Jetzt check ich's, okay. So, dann gucken wir mal, was noch so geht. Lass uns mal einen Energy Drink nehmen. Damit wir mal alles sehen, was so passiert oder nicht passiert, weil da gibt es ja auch mehrere Endings immer bei einem. Ja, das ist so der Einstieg, damit man checkt, wie das Spiel funktioniert. Jetzt habe ich es verstanden. Oh Mann. Okay. Tja, wäre auch zu schön gewesen. Teleporter, obwohl das geht wahrscheinlich wieder nicht, weil wir im Boden dahin oder. Ah. Oh, shit. You just can't seem to get the hang of the thing, you can you? Okay, Rocket Launcher. Wir machen nach der Reihe mal. Mal gucken. Ja, wir kriegen es ab. Oh Mann. Okay. Cellphone. Family, friends, coworkers, attorney. Only just my. September 19. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the okay, wir sind bag jetzt beim Gericht anscheinend. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Evidence?
Okay, verstehe jetzt nicht so die Tony's vor. Floor plans of bank, mystery device, security footage. Pff, keine Ahnung, ich nehme das. The bag that the defendant used to sneak into the bank, then not this time. The bag. Take that! Is that the bag the defendant hidden? Yes, but there's one thing that's been bothering. Habe ich da jetzt falsch gemacht oder richtig? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt da nehmen soll. How did you tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he? Aber es hat was vom Spiel, ne? Immer dieses so, ne? Didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there by this very witness. As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner... Ich verstehe gerade überhaupt nichts, ey. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, the victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot. Hätte ich was nehmen müssen, was haunt him now. You can't be happening to me. Well, that certainly was an interesting trial. However, I'm now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Cool. Ist es jetzt ein Ende oder passiert noch was? Nein, tatsächlich Rank Laureate up. Okay, das ist ein Ende. Ich dachte schon, ihr habt das Falsche genommen. Nicht das irgendwie Endings to Nikki Falls Menu. Dann machen wir nochmal Escaping the Prison. Das wird wahrscheinlich eine längere Folge, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, es gibt. Dann machen wir mal den Drill. Ui. Wie geht denn hier, Crower? Machen wir das Ding. Was auch immer das ist, keine Ahnung. You walk through walls. Just move the blue side to the right and you become a... Okay, ich skip das jetzt einfach mal. Wow, also, das ist ja cool. Da geht er einfach durch die Decken. Jetzt ist es zu tief. Okay. Dann Crowbar. Ui. Das war bestimmt ein Fail, ne? Oh, ich muss so locker irgendwas machen, ne? Hey, ich hab doch was gedrückt, ey! Bin kein Noob, ey, du. Bin kein Noob, Alter. Ey, das ist schwer, ey. Junge, woher soll ich wissen, welcher richtiger Weg? Da. Falscher Weg? Nee, doch nicht. Get ready. Ja, was muss ich machen? Ich hab doch geklickt, Mann. Jetzt mach. Mann! No. Nee. Jetzt! Meine Güte, was für eine schwierige Geburt. Jo, ich bin Gott. Cool. Der zittert. Ich gucke ganz cool.
Oder wir. Ich. Das ist das dritte Ende. Geil. Badass was auf der Okay. Cool. Sehr cool. Ja, das war's denn mit der ersten Folge, wo wir aus dem Gefängnis außen gebrochen sind. Wir haben alle drei Endings gesehen. Und ja, wir können höchstens noch gucken wegen dem hier, aber das können wir ja auch in der nächsten Folge machen, weil die Folge schon ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen lang. Ja, das war's von der Episode 1, Escaping the Prison. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und nächstes Mal spielen wir Episode 2 Stealing the Diamond. Uiuiui, wir sind sehr kriminell unterwegs. Dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!